Wir machen heute eine kleine Zeitreise, meine lieben Leute. Ich bin's, der Tobson, und wir gehen zurück ins Jahr 2000. Nämlich, um genau zu sein, im November 2000 wurde dieses Spiel released. Und zwar Tekken Tag Tournament 1. Es gab, glaube ich, kein Tekken, was ich so gesuchtet habe wie dieses Spiel. Ihr müsst wissen, dass PlayStation 2 eine Plattform war, wo ich mit dem Zocken richtig angefangen habe. Ich habe meine erste PlayStation 2 tatsächlich im Jahr 2002 bekommen. Released wurde die aber im Jahr 2000. Und zwar war die erste PlayStation von meinem Bruder. Er hatte die damals verkauft, weil er sie nicht mehr brauchte. Die habe ich dann damals zu Weihnachten bekommen, war übelst geflasht. Ich war übelst geflasht, als ich diese Konsole hatte. Die Grafik, die war unglaublich, weil ich war nur PlayStation 1 gewohnt, die ich selber aber nicht hatte. Die war von meiner Schwester, da habe ich immer drauf mitgespielt zwar, aber es war nie meine. Gut, ich war auch damals halt ziemlich jung noch. Ich meine, wo die PlayStation 2 rauskam im Jahr 2000, war ich 6, 7 Jahre alt. Und als ich dann meine erste PlayStation 2 bekommen habe, war ich knapp 9. Und ja, da hatte man im Jahr 2000 halt, wenn man 6, 7 Jahre alt ist, noch nicht unbedingt seine erste eigene Konsole. Das kam dann ein bisschen später im Jahr 2002 und dort habe ich dann noch Tekken Tag Tournament 1 bei gehabt, was mit einer der geilsten Spiele bis heute ist, die ich gesuchtet habe, bis zum Abwinken. Klar, storymäßig und sonst was ist es natürlich nicht das beste Game, aber das sind einfach Kindheitserinnerungen. Es ist halt ein stumpfes Beat'em-up, was man damals als Kind richtig geil fand. Und ich habe es die letzten Tage noch einige Stunden gesuchtet auf meiner PlayStation 2. Davon ist auch das Gameplay im Hintergrund, das habe ich mit der Elgato aufgenommen. Und ich werde auch in nächster Zeit das ein oder andere PlayStation 2 Gameplay aufnehmen und euch das in der Rubrik Old But Gold vorstellen, weil es einfach geil ist, ja, weil ich einfach extrem viele Spiele für die PlayStation 2 demnächst noch kaufen werde. Ich habe jetzt mittlerweile noch 21 Stück mir geholt und werde mir noch einige holen, die ich auch damals gehabt habe und werde die euch vorstellen, weil es einfach Kindheitsnostalgie ist, ja, es sind Kindheitserinnerungen pur von damals, weil die PlayStation habe ich besessen, also die PlayStation 2, von 2002 bis 2008. 2008 oder 2009, so um den Dreh, habe ich dann meine erste Xbox 360 bekommen und ja, da war ich dann irgendwie auch froh, dass es dann Next Gen gab, aber diese 6 Jahre, die waren schon irgendwie geil mit der PlayStation 2. Da kamen richtig viele geile Spiele raus, mitunter natürlich hier Tekken Tag Tournament und ich fand es irgendwie cool. Damals war Tekken was richtig Geiles, gerade bei Tekken 3, was ich ja jetzt nicht unbedingt so aktiv gespielt habe wie Tekken Tag Tournament 1, weil ich damals halt, wo Tekken 3 rauskam, ein bisschen zu jung war. Das habe ich dann ein bisschen bei meiner Schwester mal mitgespielt, wo ich halt klein war, was ich eigentlich gar nicht durfte, aber der war das ja damals egal. Da fand ich es cool irgendwie, dass jede Figur so die eigene Story hatte. Wenn man den Modus durchgespielt hatte mit seiner Figur, ich glaube der Arcade-Modus war das, oder gab es dann extra Story-Modus, ich weiß gar nicht mehr, dann hatte jede Figur so ihren eigenen Abspann und da hat man drauf gewartet. Darauf hat man eigentlich in den Kämpfen drauf hingearbeitet, dass man diesen Abspann sieht. Bis man dann fertig war mit diesem Hayashi, den man da besiegt hat. Und Ork, glaube ich, war der letzte Gegner, dieser Riesendrache. Ich glaube, der heißt Hayashi. Ich glaube, der wird so ausgesprochen. Der wird wahrscheinlich so ausgesprochen. Hayashi oder so. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Wir haben immer Hayashi gesagt. Wird wahrscheinlich komplett anders ausgesprochen, aber juckt mich halt gar nicht. Ja, so ist das nun mal, ne? In Tekken Tag Tournament 1 war das dann natürlich auch ein bisschen anders, weil da kam halt dieses Tag Battle dazu. Das, was ihr jetzt gerade im Hintergrund zum Beispiel seht, wo gerade zwei Yoshimitsus gegeneinander kämpfen, was ein bisschen strange ist. Die sehen zwar komplett verschieden aus, was halt auch so eine komische Sache war. Man hat sich irgendwie immer gefragt, wer ist Yoshimitsu? Ist das ein Alien? Ist das irgendwie ein Samurai, der sich irgendwie verkleidet? Aber in Tekken 3 hat man im Intro gesehen damals, dass der sich irgendwie so teleportieren kann im Wald und keine Ahnung, es wird bis heute noch philosophiert und es gibt bis heute noch Videos auf YouTube, die darüber philosophieren, was denn jetzt letztendlich Yoshimitsu sein könnte. Aber irgendwie weiß es, glaube ich, keiner. Also ich habe es noch nicht herausgefunden. Das ist ziemlich komisch mit den Typen irgendwie. Gut, der ist auch ziemlich strange, muss man dazu sagen. Ja, mal gucken, ob man das irgendwann mal herausfinden wird. Hoffen wir mal. Naja, ich werde auf jeden Fall gleich noch ein bisschen Tekken Tag Tournament spielen. Wenn ihr das Spiel selber gespielt habt, es gibt wahrscheinlich auch ein paar, die, ja, haben Tekken Tag Tournament 1 wahrscheinlich gar nicht gespielt, weil die ein bisschen jünger sind als ich. Ich bin jetzt mittlerweile auch schon 23. Wenn aber welche mein Alter sind und das kennen, das Spiel, und
wissen, wie das Game ist, dann schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Game fandet und ob das euch auch so ein bisschen im Gaming geprägt habt. Weil mich schon ein bisschen, weil ich habe das Spiel, wie ich jetzt schon mehrmals gesagt habe, derbs gesuchtet. Also da freue ich mich, dass ich dieses Video einfach jetzt mache. Ja, das muss auf meinen Kanal, weil dieses Spiel ist einfach Gaming-Nostalgie für mich, ja. Also wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr das Spiel gefunden habt oder wie ihr es jetzt findet, falls ihr es jetzt irgendwann nochmal gespielt habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Also, haut rein, das Gameplay ist jetzt auch schon vorbei. Ich habe euch ein paar Szenen jetzt zusammengeschnitten. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Mal gucken, was wir beim nächsten Mal zeigen bei Old But Gold. Ansonsten kommt wahrscheinlich wie immer ein Commentary oder Livestream oder sonst was. Also haut rein, bis dann und ciao.